So, let's go, ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Far Cry 3. Ja. Welcher verdammte... Ach du meine Fresse. Okay. Zu göttlich. Hä? Wo jetzt? Ah, da ist er. Gut. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Ich habe mir schon ganz ernsthafte Sorgen gemacht. Wo dieses Viech sein könnte. Ah, oh, göttlich. Ah, so cool. Die lieben Tiere, die lieben Tierchen. So süß. Naja. Okay. Ja, die letzte Mission war sehr aufschlussreich. Und schauen wir mal, ob die nächste auch so wird. Warte, wie fahren wir denn jetzt da am besten? War ich da so richtig oder ist es egal? Oder... Nee. Okay, ja, können wir mal folgen. Dem Straßenverlauf 3 Kilometer folgen. Machen wir. Ich weiß nicht. Wie wär's, wenn ihr einfach mal schneller fährt, ey? Sonntagsfahrer. Hier ist 100. Außerorts 100. Aber das checken die Soßen nicht. Da haben die wenigsten sowieso keinen Bock. So, wir fahren jetzt weiter. Wie wär's einfach geradeaus und dann nächste rechts? Ja. Hört sich relativ gut an. Das hört sich relativ gut an. Genau. So. Wir hätten schon längst einmal links abbiegen müssen, aber das ist dem Ben leider entfallen. Deswegen holen wir das jetzt einfach nach. Ich hoffe, man kann hier parken, aber ich sehe kein Falschparkerschild. Ist auch nicht mein Auto, von daher passt. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Wenn jetzt wieder so eine Mission kommt mit null Sinn dahinter, dann... Entschuldigung. Na, mach schon. Hallo, ich habe nichts gemacht! Erforscht den Komplex. Ich bin einen Schritt gegangen und dieses Ding ist offiziell erforscht. Sehr toll, super. Ein Raketensilo erforschen. Toll. Und ich muss gleich niesen. Ja. Ganz ruhig. Ich muss gleich niesen. Oh, verdammt. Oh, shit. Oh Gott, fuck. Ah, entschuldigt. Wie diesen kleinen Ausrutscher. Ja, danke. Ich verstehe mir noch nicht, was, warum... Naja, das war nicht so spaßig, wie ich gehofft hatte. Nee, weil ich unter Zeitdruck arbeite. Und ich hasse es, unter Zeitdruck zu arbeiten. Und es ist toll, dass ich in einem Raketensilo bin. Ach ja, natürlich, die sehen mich. Ja, sicher. Selbstverständlich, das war ein Doppel-fucking-Abschuss. Aber das interessiert ja keiner. Aber mich interessiert es vielleicht euch auch. Danke für die, die jetzt gesagt haben, gut gemacht, Ben. Ich schaff's nicht. Das war Quickscopen à la Benne Art. Ja, ne? Ja, wir brennen hier einfach mal von uns hin. Oh ja. Gut, da muss ich jetzt echt nicht mit dem Sniper rumlaufen, ne? Dem scheint es anscheinend nicht so zu interessieren, dass hier gleich alles in die Luft fliegt, aber okay. Gut, ich meine, mir ist es ja egal, ne? Und was gab es jetzt hier großartig zu erkunden, ne? Ein Portal wäre nützlich. Ein Portal? Hohohoho! Anspielung auf Portal! Wobei der Portalkanone sagen müsste. Aber ist ja auch egal. So, jetzt weiter. Hallo? Ach, machen wir das so. Machen wir es so. So ist gut. Entkomme aus dem Komplex, bevor er explodiert. Und das war die Mission, meine Damen und Herren. Spannend. Aber hey, komm. Alles lustig. So. Dankeschön fürs Gespräch. Noch 7,5 Minuten. Sag mal, euch interessiert es echt nicht, oder?
Nee, irgendwie habe ich das Gefühl, das interessiert die echt nicht. Aber, okay. Ah, ah. Alter, ein Schuss tot, egal wohin, das finde ich echt nicht schlecht. Hä, wo? Oh. Da. Okay. Au. Jawoll, ne? So funktioniert es. Aua. Au. Okay, gut, gut, wir haben es verstanden, wir haben es verstanden, wir haben es verstanden. Verdammte Hacke. Los, mach dir mal hier eine Spritze. Tot? Ich schieße überall hin, nur nicht da, wo ich hinschießen muss. Hier bin ich. Aber... Alter Schwede, ey. Könnte ich mal warten, ne? Unhöfliches Volk. So. Tot? Nein. Tot, auf jeden Fall. Irgendwas Cooles, irgendwas Cooles? Nö, sonst nichts. Pokerkarten. Wichtig. Okay, ich habe noch 6 Minuten. Boah, ich triff hier echt. Du bist gestorben. Ich verbessere dich nochmal. Okay, okay, okay. Scheiße, scheiße. So. Ganz ruhig. Alter, was ist das für ein fetter Keltensilo? Okay. Okay. Ist irgendwas Cooles? Irgendwas Cooles? Nee, oder? Nö, gut. Oh, hier ist was Cooles. Was Blinkendes. Shit. Ich habe keine Zeit für euch. Eigentlich. Trotzdem. Absperrkegel oder Riegel oder Schokokack. Gott sei Dank gibt es hier unten keine Honigdachse. Oh, witzig. Keine Honigdachse. Honey. Ach du Scheiße. Oh nein, bitte sag mir nicht, dass es ein alter Atomrakete ist. Okay, gut. Wo muss ich hin? Ah ja. Andere Richtung. Da muss ich. Und jetzt irgendwie runter. Irgendwie runter, aber halt lebend. Lebendig runter. Ach so. Ja. Klappe. Wo sind da wer? Jetzt hat. So, jetzt hat. Schneller, 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 schneller. Schneller, schneller, schneller. Okay. Was, was? Jason Flemmich. Mr. Brody. Heilige Scheiße. Boom. Jetzt steh auf, komm. Du bist ein harter Krieger. Oh. Kann es sein, dass ich hier mitten im Raketenlager bin, wahrscheinlich. So ganz, wie heißt es? So ganz ironischerweise. Also wenn das jetzt die Mission war. Wenn das jetzt die Mission war. Wie bitte? Man will mir jetzt echt weismachen, dass das die Mission war. Das will man mir jetzt echt weismachen. Nee, komm, Leute. Jetzt ernsthaft. Das war's. Das waren diese sogenannten verschollenen Expeditionen. Ernsthaft? Boah. Ah, das ist ja heftig. Eine Scharfschützen-Herausforderung. Die machen wir noch. Die machen wir noch. Scharfschützen-Herausforderung hört sich gut an. Das hört sich gut an. Ja, super. Hä? Dann haben wir Spiel geschafft. Außer ihr wünscht euch halt noch was, ne? Wenn euch noch was... Oh, stimmt. Die sind ja in dem... Ja, 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 ich kann mich erinnern, die waren ja hier und haben alles auf den Kopf gestellt. Selbst die tolle Maschine.
Boah, nicht schlecht. So, jetzt machen wir noch schnell die Scharfschützen-Mission, Herausforderung, ja, und dann, wie gesagt. Hallo, ich habe wohl nicht! Dankeschön. Nö, das ist wurscht. Es ist manchmal, meistens ist es dem vollkommen egal. Ja. Ach, ja. Okay, naja, ist ja wurscht. Da. Nein, ich fall. Kein Jetski, kein Boot, kein nichts mehr. Oh ja. Ich hab Zeit. Experte, bitte! Erledige mit der Verfügung gestellte Waffen gegnerische Angriffswellen. 16 Vögel! Ja, Leute. Ich meine, ich treffe nicht, nein. Erwischt. Und... Erwischt! Das ist echt schlecht, Ben. Du bist eine Pfeife. Doppelabschuss. Oder auch nicht. Yeah. Oh, interessant. Schön, dass mir mal mehr sagt. Oh, das ist natürlich hervorragend, dass man mir das sagt, dass... Okay, gut, alles klar. Sehr schön. Das freut mich, das freut mich, das ist super. Halt dich bereit, ja, ich halte mich bereit. Das ist toll, dass man mir sagt. Erwischt. Also, das hätte man echt mal sagen können. Naja. Tut mir leid, ich gerade so wenig rede, aber Ben muss sich konzentrieren. Ben muss sich einfach konzentrieren. Ja, Ben muss sich konzentrieren. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich auch ein bisschen mehr angestrengt. Sag doch, Alter, mit den Sachen Scharfschützen, ne? Kann man einfach niemand was vormachen. Entschuldigung, das wollt ihr nur zeigen, wie ich mit meiner mich auch mit anderen Waffen umgehen kann. Ja, gut, ne? Ja, toll. Das ist halt natürlich schade, weil wir sind jetzt eigentlich nicht wirklich, wir sind jetzt halt nicht wirklich an einem Ende, sondern am Ende, wo ich sagen kann, ja, Credits laufen, ne? Ja, ne? Gibt's hier irgendwie so einen Credits-Button, nicht, oder? Optionen? Nee, leider nicht. Hm, schade. Naja, gut, dann würde ich sagen, ja, ich weiß halt nicht, ne? Also eigentlich sind wir ja fertig. Das Einzige, was wir halt noch machen könnten, sind halt all diese Totenköpfe, all diese seltenen Viecher killen und halt noch hier die ganzen... Aber ich denke, das ist ja Fahrt, oder? Ich meine, die Missionen sind ja echt für den Arsch. Die verschollenen Expeditionen, die waren jetzt auch Wahnsinn. ja. Also würde ich sagen, dann haben wir das Spiel durchgespielt. Wir haben das Spiel durchgespielt. Nicht hundertprozentig, aber wir haben es durchgespielt. Und wenn euch wirklich so viel dran liegt, dass ich das 100% durchspiele, vielleicht spiele ich es dann irgendwann nochmal. Fertig. Aber würde ich sagen, hiermit schließen wir Far Cry 3 ab. Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Allgemein. Ich fand's von der Mission her wirklich manchmal echt mein Fuck und immer dieses auf Drogenebene, das war schon ein bisschen.
Aber hey. Naja. Nochmal eine Salve in See schießen. Schade. Molotow geht nicht unter Wasser hoch. Mal wieder was dazugelernt. Ja, mein Name ist Ben und ich sage für Far Cry 3 für heute auf Wiedersehen. Tschüssi!